Dresden, den 2. Januar 1990. Liebe Sabine, erstmal ganz lieben Dank. Die Bücher fallen wie Tropfen auf einen heißen Stein. Information und Bildung sind augenblicks die Grundlage für alles und Bücher haben wir natürlich nicht. Alle jetzt entstehenden Initiativen sind noch ganz jung, aber voller Elan. Leider noch sehr unerfahren im Umgang mit Politik. Hoffentlich seid ihr nicht erschrocken über die Situation. Alles fängt gerade erst an. Meldet euch wieder. Ich grüße euch ganz lieb, Antoinette. Dresden, den 10. Februar. Liebe Sabine, ich weiß nicht, ob euch bekannt ist, dass in den letzten Jahren jeder Versuch feministischer Arbeit als staatsfeindlich galt und bestraft wurde. Die in die herrschenden Verhältnisse einbezogene DFD-Arbeit diente dazu, ein staats- und machtfreundliches Frauenbild zu propagieren, das Selbstzensur und Autoaggression förderte und den Rückzug der Frauen in die Privatsphäre unterstützte. Kochen, nähen, backen, heilen, helfen, zusammenbauen, was kaputt war, die gewaltigen Spiele der Männer unterstützend, bereitwillig, in jahrhundertealter Tradition geübt. Wir brauchen jetzt eine lebbare Alternative zu allen schon misslungenen politischen Experimenten. Durch Orientierung an unseren Bedürfnissen müssen wir Frauen uns den letzten Rest Lebensraum gestalten, der durch das Patriarchat fast unrettbar verunstaltet ist. Wir beginnen in Müllbergen, Betonwüsten mit gebrochenem Lebensgefühl und uns selbst feindlicher Sprache. Wie viel Zeit bleibt, um einen weiblichen Gegenentwurf zu machen? Also ich schlage vor, wir gehen rein. Ja, ja, bin ich um. Ja, das ist gut. Ja, das ist die Entscheidung. Gekündigt worden sind in Betrieb. Wollen wir die Filme? Wenn wir gehen. Also haben Sie was dagegen, wenn wir ein Hamburger Filmteam mitbringen, die BGL-Versammlung filmen? Ja, aber das ist ja aber vielleicht eine Möglichkeit, um das wirklich zu dokumentieren, weil die Frauen sind gerade hier. Ja. Die wollen nicht, die wollen das erstmal unter sich, das natürlich nicht. Sag, wir sind kein Fernsehteam. Ja. Ja. Das sind private Aufnahmen, das Sie machen, weil wir unsere Freundin sind. Und wir wollen das Können wir es schaffen, bis um drei dort zu sein?
Bloß ich finde, deswegen muss man jetzt wirklich eigentlich alle Mittel nutzen, die möglich sind. Und deswegen würde ich es eigentlich vernünftig finden, wenn Sie uns jetzt irgendwie reinholen. Ja? Oder wenn wir dann mit den Leuten sprechen. Nee, es kann niemals verfrüht sein, es kann nur zu spät sein. Holen Sie uns vor der Tür unten ab, ja? Also unser Arbeitsbereich hier ist, wir sind das Preiskoordinierungsorgan der Möbelindustrie. Also wir haben für die gesamte Republik die Preise für die Möbel gemacht. Die Kündigung wurde mitgeteilt, indem man uns erzählt hat, dass unsere Arbeit sehr gebraucht wird. Und anschließend wurde in ein, zwei Sätzen noch, in anderthalb Stunden, so uns der Stuhl vor die Tür gesetzt, indem wir gesagt bekommen haben, am 15. Mai ist für uns der letzte Arbeitstag. Wie viele Frauen sind gekündigt worden? Das betrifft bei uns in der Abteilung ca. 20 Frauen. Wenn sie immer alle da sind. Ja, das betrifft Frauen mit schwerstgeschädigten Kindern, das betrifft Halbtagskräfte, das betrifft Alleinstehende, das betrifft Rentner. Also im Prinzip. Ich meine, noch gilt das Arbeitsgesetzbuch, noch ist es so, dass erst gekündigt werden kann, wenn die Möglichkeit einer Umleitung besteht. Eher könnt ihr uns überhaupt okay, gekündigt. Also geht es im Prinzip dagegen, dass eine alte Leitung, die nach wie vor administrativ da sitzt, die sich noch nicht in irgendeiner Weise gedreht hat, die zwar jetzt schöne Reden führt und genau solche Leute, die uns vor einem Jahr noch erzählt haben, wie herrlich der Sozialmus ist und wie herrlich diese ganze Planwirtschaft ist, die versuchen uns nur klarzumachen, dass das Beste und Schönste die kapitalistische Marktwirtschaft ist. Ja, also irgendwo haut es da bei mir nicht mehr hin. Und noch sind wir ein sozialistischer Rechtsstaat, betonen Sie doch immer. Noch sind wir das. Ich meine, erinnert euch dran, wo ich eine Mannzeitung gemacht habe und habe versucht, die Frauen der jetzigen Zeit anzusprechen. Das war am 9. Oktober. Habe ich die Frechheit besessen, hier draußen eine Wandzeitung zu machen. Da hat man mich anschließend 3 Stunden, die Genossen, auseinandergenommen, um mir klarzumachen, dass ich in einem sozialistischen Betrieb keine kirchliche Meinung zu vertreten habe. Da habe ich auch gefragt, bin ich denn im sozialistischen Betrieb als Arbeitskraft gefragt, ja oder nein? Ja, wieso kann ich meine Meinung nicht äußern? Wieso kann man nicht drüber reden? Ich meine, die Auswanderungswelle war im Gange. Jeder sprach darüber, aber hier unten diese Wandzeitung, die da so schön grau und nackig ist, da hätte man eigentlich erwartet, dass da eine Meinung der Genossen mal zu lesen ist zu der ganzen Situation. Fragt man einen Genossen, hat er keine Meinung, weil er von irgendwas nicht gesagt gekriegt hat. Aber es war ein sozialistischer Betrieb und ich durfte meine eigene Meinung nicht sagen dazu. Also das sind Storys, die man hier erzählen könnte. Und solche Leute stellen sich nur hin und entwickeln neue Strukturen, so wie Leute braucht, die anderen gehen. Thank you.
Dresden, den 12. April. Liebe Sabine, ich sitze jetzt ganz tief auf dem Grund des Meeres. Morgen holen wir die letzten Sachen aus unserer ehemaligen Frauenkulturwerkstatt ab. Auf dem Tisch liegen unbezahlte Mietrechnungen, die ich nun selbst bezahlen muss. Die Frauen aus der Werkstatt sind der Auseinandersetzung müde, der Kraftvergeudung, kein Funke hat gezündet. Jeder Ansatz geht unter in den unsolidarischen, chaotischen Strukturversuchen der Frauen, jeden Tag ermüdende Sitzungen, Streit um Amtsbesetzung oder lauter Kleinkram. Nach außen zimmern sich die Basisgruppen in Tagen und Wochen ein Gesicht und niemand kann sich selbst in dieser Eile mehr folgen. Wut und Verzweiflung, die Vorahnung von katastrophalen Folgen für die Frauen und die natürlich sozialistisch vorbereitete Ohnmacht kennzeichnen unsere chaotische, viel zu hektische Arbeit. Hier im Lande rast die Zeit vor uns her. Eine SPD-Frau kam gestern zu mir und erklärte mir das Besserwissen. Man muss jetzt etwas tun. Die Leute fürchten die Marktwirtschaft. Ich fürchte sie auch. Das stimmt. Ich fürchte die westlichen Kulturlosigkeiten und das geeinte Deutsche, das selbstbewusste, siegende, undifferenzierte, gesunde Mann. Auch hier wird kein Freiraum für neue Lebenskonzepte übrig bleiben. Wenn wir etwas aus dem Westen brauchen, dann ist das Unterstützung zur Selbstfindung. Baumann? Ja, arbeitslos, dann melden wir uns aus dem Arbeitsamt. Die Karten haben wir schon ausgefüllt. Nee, wir wissen doch nicht, wo wir hinkommen. Ja, die ist aber 300, 400 Mark vom Gehalt zurückgegangen. Schäbera hat auch noch nichts. Strehlock hat auch noch nichts. Barge hat noch Mütterjahr, Babyjahr noch, aber eventuell dann auch Steuern. Oder Rat hat zumindest irgend so einen Posten. In enger Verbundenheit angerufen und das alles cool gewünscht an der Arbeitslosigkeit. Man fühlt mit uns und alles gut. Ja. Gleichfalls, gut, tschüss. Das ist wirklich traurig, denn wir haben uns trotz allem immer gut hier vertragen und gut geschlagen und gut gehalten. Und gehalten, das kannst du nicht auch gut geschlagen haben. Ja, gut gehalten, morgen siehst du etwas schlecht aus. Ja, also fast alle Kombinate, die es hier im Raum Dresden gibt, die trifft das Gleiche. Das haben Sie ja sicherlich gehört, die Elbflorenz hat dicht gemacht. Das Arzneimittelwerk haben einige Abteilungen geschlossen. Heidenau, die Papiermühle, die hat auch einige Abteilungen geschlossen, schon wegen der Umwelt. Das hat ja zum Glück Greenpeace dort noch reingerochen. Ja. Und viele andere Betriebe gehen pleite, viele bauen ihre maßlos hohe Verwaltung ab, um Kosten zu sparen. Und wo sollen wir dann hin? Ja, in den Produktionsbetrieben, Verwaltung, haben die selber genug, viel zu viel. Und in der Produktion, die wissen ja gar nicht, was sie im Moment produzieren sollen. Alles stagniert. Keiner ist bereit, irgendjemanden einzustellen. Und das ist ein völlig aussichtsloses Unterfangen hier. Ich sehe das irgendwie nicht so. Wo gibst du den Arzt? Ja, irgendwo, ich meine, wir müssen jetzt erst noch mal durch und das wird auch noch mal einen Schluck tiefer gehen. Das sehe ich so irgendwo. Ja. Aber wenn dann diese ganzen Investitionen, das muss ja einfach kommen. Ich meine, hier sind so viele Möglichkeiten, hier liegt so viel Brach. Und die wären ja dumm da drüben, wenn die jetzt nie hier investieren würden. Ich meine, abkaufen, das geht nur einen bestimmten Zeitraum lang. Und wenn wir Absatzmarkt wären sollen für vieles, das kann man auch bis in zwei Jahre machen. Und wenn die Leute kein Geld dazu in der Hand haben, also sind die doch so schlau und müssen hier investieren. Und wenn dann vielleicht, sagen wir mal, in einem Viertel oder in einem halben Jahr diese Betriebe und neue Firmen hier aus dem Boden schießen, dann werden auch Leute gebraucht, weil doch die Leute nicht alle von drüben rüberkommen. Wäre ja Blödsinn, geht ja gar nicht. Wir zum Beispiel haben gesagt, also wir werden sie mal vorsehen für eine Umschulung in der BRD. Wann das wird, ob das wird, wie viel da Leute sind, das wissen wir alles nicht. Was du machen sollst, doch,
Bankversicherung. Ja, da habe ich erstmal gesagt, na gut. Und Schulen kann ich auf alle Fälle erstmal lassen. Ob das dann macht. Also am Arbeitsamt ist mir gesagt, hat vorläufig in ihrem Beruf nichts. Sie brauchen sich da überhaupt keine Hoffnung machen. Ja, die haben das hatte mir die Kollegin dort ganz eindeutig gesagt, sie brauchen sich keine Hoffnung machen. Es ist nichts. Vielleicht irgendwann mal, aber. Und dann musst du dann alles annehmen oder musst du dann nicht alles annehmen? Das weiß ich nicht. Das würde ich dir dann schon sagen, wenn so weit ist. Zumindest jetzt musst du jetzt alles annehmen? Also ich möchte schnell irgendwo wieder einsteigen. Aber ich will nicht irgendwas machen. Ich habe studiert, ich bin Ingenieur für Holztechnik und ich will nicht irgendwas machen. Für Klosettfrau bin ich mir zu schade. Guten Morgen, meine Liebe. Jetzt fängt wieder so ein Tag an, an dem ich hoffe, etwas besser zu tun, etwas neu zu finden, etwas zu formulieren, was gebannt werden muss. Das Bild von gestern grinst von der Staffelei und meine Unzufriedenheit thront wie ein großer Raubvogel da in der Ecke und lässt mich nicht leicht werden, nicht fliegen. Beim Geschirrabwaschen vorhin dachte ich, woran misst man Schönheit? Ich messe sie am Drama, an der Spannbreite zum Bewusstsein der Trauer, der Widersprüchlichkeit, dem Bösen, das aus der Lust hervorkriecht, aus reiner Freude. Reine Freude, das muss ich irgendwo gelesen haben. Das klingt wie aus einem Märchen. Im Haus ist es immer so still und ich kann nicht ausreißen vor dem Zweifel. Warum bäume ich mich so auf, um so eine einfache Sache zu tun, Bilder zu malen? Ich habe ein schönes Buch für euch gefunden. Kreis- und Betriebsschule des Marxismus-Leninismus. Ist etwas nass geworden, aber man kann es ja wieder trocknen. Über sozialistische Produktionsverhältnisse und ehrenamtlichen Kommunismus. Ich sage euch, es ist wirklich sagenhaft da. Alles liegt hier auf dem Müll. Was mache ich eigentlich jetzt alles? Mein Haushalt, laufe regelmäßig aufs Arbeitsamt, beziehungsweise naja, mache meine Einkäufe und setze mich mal an die Nähmaschine. Ja, ich kriege meine Zeit rum ohne große Mühe, davon abgesehen. Aber die Decke kann ja schon ganz schön auf den Kopf fallen.
Man macht sich wirklich zu viele Gedanken. Wie soll es mal weitergehen? Meine Tochter ist ja inzwischen auch arbeitslos. Und dein Mann? Mein Mann hat noch Arbeit und ich hoffe, dass er sie behält. Aber das, im Moment ist alles nicht. Er arbeitet im Gesundheitswesen und man weiß auch noch nicht genau, wie die Sache dort weiterläuft. Das Arbeitsamt kann erstmal wenig bieten. Und wenn, dann wird es jüngeren Leuten geboten. Ja. Sie haben eben nichts. Es ist nichts da. Und die eine Vermittlerin dort auf dem Arbeitsamt, die eigentlich einen ganz vernünftigen Eindruck machte, die sagt, naja, was völlig Neues umschulen ist in ihrem Alter auch gar nicht möglich. Das, was ich so rundherum sehe, sehe ich nicht, dass die Frauen besonders gefördert werden. Im Gegenteil. Das stand vorher bloß auf dem Papier. Und ich weiß nicht, ob es jetzt überhaupt auf dem Papier steht. Und wie geht es dir jetzt, seitdem wir ein Land sind? Wie hast du das empfunden, den 3. Oktober? Na, da war ich Gott sei Dank nicht hier. Wir haben Urlaub gemacht und haben das vom Ausland aus gesehen und gehört. Und naja, es war schon ein bisschen, Es ist doch, wir sind in der DDR aufgewachsen und haben hier gelebt und irgendwie ist es doch ein Schnitt gewesen. Ja, also es ist irgendwas weg, was man sich vorher überhaupt nicht vorstellen konnte. Ja, ein Land nach 40 Jahren ist plötzlich, nach 41 Jahren plötzlich nicht mehr, dass ein Land plötzlich nicht mehr existiert. Ja, das ist doch ein bisschen ein komischer Augenblick gewesen. Die Vereinigung, wir hatten dort Bekannte, die haben gesagt, na, wir müssen die Vereinigung feiern. Ich sage, na, das ist mir zu komisch, ich feiere erstmal Abschied. Und also, es ist schon schön, dass jetzt wieder Deutschland ein einiges Land ist, aber also mir persönlich fällt eigentlich der Gedanke noch schwer, dass alles, was bisher bei uns Gültigkeit hatte, dass das jetzt nicht mehr existieren soll. Und unsere Ideen, die wir bisher hatten, oder vieles war ja auch gut bei uns, wenn ich an Polikliniken denke und an vieles andere, Kinderkrippen und Kindergärten, obwohl sie bei uns auch nicht unbedingt in dem Maße da waren, beziehungsweise in der Qualität da waren, wie man sie sich gewünscht hätte, aber sie waren da. Bei euch gab es die ja doch weniger. Und vieles andere, was bei uns gut war, soll plötzlich alles nicht mehr existieren. Wenn irgendjemand, ich interessiere mich ja, ich lese Zeitungen, gucke auf Fernsehen, gucke mir die Nachrichten an und alles Mögliche. Und wenn dann jemand sagt, naja, die Leute aus der DDR sollen erstmal arbeiten lernen und da steht es mir erstmal bis hierher, denn wir haben gearbeitet. Und wenn wir für alles zu blöd waren, na, und jetzt kommen welche und bevormunden uns und stellen sich hin und sagen, naja, die kommen, ja, wir kommen ja aus dem Goldenen Westen und wir zeigen euch erstmal, wie ein Telefon funktioniert oder sowas, da könnte ich gleich erstmal zuschlagen. Da könnte ich erstmal wild werden. Ja, also wir haben nicht völlig in dem Mond gewohnt. Und ich würde auch denken, dass viele Ideen von uns auch mit eingebracht werden könnten. Dresden, den 20. November. Liebe Sabine, ich bin so glücklich zu wissen, dass das Ministerium Gleichstellung als vielleicht einziges überleben wird, weil hier nun die Katastrophen ausbrechen, die wir erwartet haben. Wir essen jetzt Obst und sehen gemeinsam den ersten Gewaltporno. Junge Künstler nehmen jeden Job an, auch bei Beate Use als Kartenabreißer im Kino. Sponsoren werden riesige Geldmengen in große konventionelle Kulthäuser stecken. Man geht wieder zur Oper, zu Weltstimmen, zum Europatanz. Götter müssen es sein, an denen wir uns berauschen. In 3 Jahren soll abgerechnet werden. Na, Prost Mahlzeit.
Jetzt ist das Maß eigentlich voll. Aber die Geschichte lehrt uns, es geht immer noch weiter so. Niemand zuckt, wenn ein ganzes Volk als Schüler bezeichnet wird. In 3 Jahren wird abgerechnet. Jede Frau weiß, wie das aussieht. Frauen und Kinder zuerst, bitte. Schlimm ist, dass zu diesem sauberen System, das angeblich funktionieren soll, kein Gegenentwurf gemacht werden kann. Er bliebe auf die patriarchalische Form bezogen. Lohnsteuerkarten, wie war das bisher in der bisherigen DDR? Hat es da Lohnsteuerkarten gegeben? Nein. Gott sei Dank nicht, hat es geheißen gerade, ja. Gibt es für das Jahr 90 Lohnsteuerkarten? Nein. Gibt es für das Jahr 91? Ja. Also nehmen Sie mal den Fall, Sie sind dauerbeschäftigt bei der Finanzbehörde. Dann haben Sie vor Beginn des Kalenderjahres Ihrem Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte vorzulegen. Und was hat der Arbeitgeber mit dieser Lohnsteuerkarte zu tun? Frau Ludwig, können Sie das vielleicht schon sagen von Ihrer Erfahrung auf dem Finanzamt? Ja, auf dem Finanzamt werden ja die Kinder über 16 eingetragen, auf der Meldestelle unter 16. Der Arbeitnehmer braucht diese Angaben, um dann den richtigen Lohn, zum Beispiel die richtige Lohnsteuer berechnen zu können. Um die richtige Lohnsteuer berechnen zu können, braucht der Arbeitgeber. Tja, ich muss noch mal völlig von vorn anfangen. Es hat sich nun ergeben, dass ich am 1. Oktober glücklicherweise diesen Arbeitsplatz bekommen habe im Finanzamt. Aber dadurch, dass das nur was völlig anderes ist, als ich vorneweg gemacht habe, war es bitter nötig, dass ich erstmal ein paar Grundkenntnisse dafür bekomme. So hat sich hier dieser Lohnsteuerlehrgang angeboten. 2 nette Herren aus Schwaben unterrichten uns hier. Ist natürlich nicht einfach, das auf die Reihe zu kriegen, zumal ja dann zu Hause auch noch genug ansteht. Man muss hier 8 Stunden da sitzen und möchte ja natürlich nichts verpassen. Da bin ich also meistens, wenn ich zu Hause ankomme, erstmal so richtig fertig. Und dann, wenn man dann etwas später nach Hause kommt, ist natürlich dann auch nicht mehr viel Zeit, jetzt zu gucken, was machen die Kinder, was haben die jetzt für Probleme. Und dadurch, ihr kennt ja Manfred, das hat sich ja auch bei ihm einiges verändert. Und da ist die Lage etwas gespannt im Moment. Wenn ich früh jetzt einkaufen gehe, was ich jetzt nur früh mache, sprechen mich die Leute automatisch an und fragen mich, hey, haben Sie noch keine Arbeit? Haben Sie noch keine Arbeit? Und ich nur immer, ob das Arbeitsamt gar nicht hat für Sie? Zurzeit ist noch nichts. Ich bin aber wieder bestellt. Tja. Da lebt man eben so in den Tag hinein. Ohne dass meine Perspektive sieht.